Moin Moin Leute, willkommen zurück bei Mafia 2 und... Das bringt nichts, gleich wuchtige Schläge anzusetzen. Ja, das wissen wir schon. Den weichen Sie aus. Okay, was soll ich dann machen? Viele schnelle Schläge, damit er müde wird. Ja, das wissen wir bereits. Deckung und du haust voll drauf. Also jetzt, zeig denen, was du drauf hast. Hey, kriegt Vito einen Glückskeks, wenn er euren Mann zum Frühstück verputzt hat? Hoffe ich doch. Naja, willkommen zurück nach der verkackten Dings-Folge gestern. Verprügeln wir jetzt erstmal hier den Karate-Team. So. Auf geht's. Besiege deinen Gegner. Na? Na? Autsch. Au, au. Ah, den Stil lege ich mir auch zu. Was ist das? Nochmal. Warum kann ich denn... Prügeln wir den Jungen einfach mal ein bisschen weich. Aber nicht mich weich prügeln. Warum kann ich den Konterschlag bei ihm nicht setzen? Ja, los, aufstehen, Kollege. Ja, genau, ins Gesicht. Aha, das nicht passiert, wenn er im Stil des Tigers kämpft. Das ist ein bescheuerter Spruch. Egal, eine Woche später. Haben den Typen besiegt. Awesome. Da hinten wird gerade einfach prügelt. Abmarsch! Du kommst zu spät zur Arbeit. Folgen Sie bitte der Wache, der Wache. Ja. Ja, wir hätten eigentlich auch jetzt die Joe-Kampagne spielen können. Ich hoffe, ich habe das letzte Mal irgendwann schon erzählt. Habe ich aber nicht. Weil ich will erst die komplette Kampagne durchspielen. Hört mal. Mr. Galanti hat Vito heute freigegeben. Alles klar. Gewöhn dich aber nicht dran, Scaletta. Gut. Komm mit, Vito. Auf geht's. Trainieren wir noch ein bisschen? So ähnlich. Wart's ab. Was geht? Morgen, Junge. Morgen, Mr. Galanti. Gibt's heute kein Training? Nicht direkt. Die Schwarzen haben uns herausgefordert. Aber ich will nicht riskieren, dass Pepe vor seinem großen Kampf gegen O'Neill was abkriegt. Am besten du springst ein. Wird eine gute Übung für dich. Komm schon. Yay, nächster Boxkampf. Und ja, Facebook hat irgendwie was für Probleme gesorgt. Gegen den du boxst, ist ein zäher Hund. Aber nicht besonders helle. Kämpft mit dem Herz, nicht mit dem Hirn. Mach ihn wütend. Dann vergisst er seine Deckung. Das ist deine Chance. Okay, los geht's. Mach mir keine Schande. Nein. Wen haben wir denn da? Dem weißen Schwuchtelpüppchen versohle ich den Hintern. Den prügel ich so durch, dass es seine Großmutter noch spürt. Was jetzt? Eins ist klar. Ihr Bleichgurken verliert. Dann prügeln wir hier den Gegner ein wenig die Scheiße aussehen. Au, au, au. Nicht immer auf mich hauen. Euer Weißbrot geht unter! Ach komm, Mann, da haben mich in meine Oberschlimme vermöbelt! Ja, Futterschläge und noch ein paar. Leg los, Vito! Zeig den Rußköpfen, wer der Boss ist! Rußköpfe. Legt sich während der Arbeit auf die faule Haut! Kannst du mir herkommen, Kollege, komm her! Oh Mann, wer hat dem das Boxen beigebracht? Bevor der gewinnt, wird... Jetzt mach ihn, Vito. Mach ihn. Jetzt knipst ihm das Licht aus. Keine Panik, Vito. Du hast ihn da... Nummer 3. Awesome. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Miau. Verdammt gut gemacht, Junge. Verdammt gut. Dein Anteil, Vito. Hast den dir verdient. Ja. Achtung, Wärter im Anmarsch. Was ist das hier? Gruppenwichsen mit anfassen? Mitkommen, Scaletta. Besuch für dich. Ja, sag ich doch. Besuch! Na, gucken, wer ich besuchen komme. Wahrscheinlich meine Schwester. Sag ich ja. Hallo, Vito.
Hey, Franny. Wie geht es dir? Es geht mir gut. Sehr gut. Danke. Und wie läuft's so? Tja, ich bin hier, weil ich dir was sagen muss. Ich werde heiraten, Vito. Oh, Madonna, das ist toll. Eigentlich hätte er mich vorher um Erlaubnis fragen müssen, aber ich freue mich für dich. Du bist im Gefängnis, Vito. Das ist doch furchtbar. Wie konntest du es so weit kommen lassen? Der Richter hat mir schon eine Standpauke gehalten. Ich brauche nicht noch eine. Sei so nett. Lass uns das Thema wechseln. Vito, ich muss dir noch was sagen. Es geht um Mama. Raus damit. Was ist mit ihr? Sie ist krank, Vito. Sehr krank, schon seit Wochen. Und es wird einfach nicht besser. Hör zu, Franny. Geh zu Joe. Er soll dir mein Erspartes geben. Hol den besten Arzt, den du finden kannst. Und den Rest behältst du als Hochzeitsgeschenk. Vito. Das meine ich ernst. Ich werde es in den nächsten Jahren nicht brauchen. Die Zeit ist leider schon um. Und pass gut auf Mama auf. Sag ihr, ich hab sie lieb. Das mache ich. Und danke, Vito. Wiedersehen. Ja, die Franny wird heiraten. Und wieder eine Woche später. Es geht ihr so in Intervallen, das ist echt merkwürdig. Los, los, Skeletter! Eure Scheißhäuser putzen sich nicht von allein! Soll ich wieder das Klo schrubben? Voll ekelhaft. Irgendwie folgen? Ja, natürlich muss dem Spacken wieder folgen. Ja, pisst da hinten erstmal in die Ecke, steht deprimiert in der Gegend rum, warum auch immer. So, dann gehen wir einmal das Klo schrubben. Voll widerlich. Aber was Mut, das Mut, ne? Ganz grob, wenn das. Ah, du bist also die neue Putzfrau, ne? Komm mit. Macht ihr zwei? Haltet jetzt die Klappe! Und zwar alle! Nur die Ruhe, ich wollte nur die Stimmbänder ein wenig ölen. Einen Scheiß tun und ich mach dir deine Fresse gespannt. Ja, voll gekauft. Ihr seid echte Kulturbanausen. Dass da wenigstens nicht Wasser oder so ein Scheiß für nehmen, ist ja ekelhaft, einfach nur irgendeinen Lappen aus der Sau zu machen. Und guck mich so. Wo hängt's, Mann? Putz weiter, sonst setzt's was! Na klar, piss genau an das saure Klo rein. Willst du mich verarschen, Alter? Normalerweise jetzt voll auf mit diesem. Was hab ich da in der Hand? Diesem. Alter! Hey, das ist immer noch voller Dreck! Putz das nochmal! Ja. Bäh! Voll ekelhaft. Naja, gut, da haben wir halt in dieser Episode Klos geschrubbt. Awesome! Und zwei Kämpfe bestimmt. Die Kämpfe waren cool, die Kloschrubberei ist eigentlich nicht so cool. Nein. So. Okay, fertig. Das reicht. Jetzt darfst du mit dem restlichen Kroppzeug unter die Dusche gehen. Vorwärts. So. Okay, Skeletta. Klamotten runter und ab unter die Dusche, wenn ich bitten darf. Yay, Dusche! Naja, Dusche im Knast ist so eine andere Sache. Das sehen wir allerdings in der nächsten Folge. Viel Spaß, bis dahin. Tschüss.